Hallöchen, ihr Lieben! Meine siebte Diamond Painting Bestellung von Temu ist vor kurzem angekommen. Welche Produkte ich dieses Mal bestellt habe, zeige ich euch heute. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tina Diamonds. Ich bin die Tina und ich habe euch vor kurzem ja schon informiert, dass ich wieder bei Temu bestellt habe. Und das Päckchen auch schon angekommen ist. Bestellt habe ich dieses Mal übrigens etwas mehr. Daher werde ich diese Bestellung in zwei Videos aufteilen. Mit dem ersten Teil fangen wir natürlich heute an. Reingeschaut habe ich übrigens auch noch nicht. Welche der Diamond Painting Produkte ich euch heute zeige, ist somit also Zufall. Ich bin schon gespannt, welche es sind und wie die Produkte dieses Mal ausfallen werden. Es kribbelt mir schon wieder in den Fingern. Ja, und dann schnappe ich mir auch schon mal direkt die Tüte. Die habe ich nämlich schon hier vorne auf die Seite gelegt. Ich werde euch später natürlich auch wieder ein paar der fertigen Produkte aus meiner letzten Temu-Bestellung zeigen. Bevor wir in die Tüte schauen, wenn ihr heute neu mit dabei seid oder jetzt direkt mit dem Diamond Painting starten möchtet, verlinke ich euch einmal hier oben rechts ein paar meiner Tipps und Tricks zum Diamond Painting für euch. Ihr findet viele weitere Videos von mir zum Thema Diamond Painting natürlich auch direkt hier unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Kanalseite. Also wenn ihr möchtet, dann schaut gerne mal rein. Und dann schauen wir auch mal direkt in die Tüte. Dafür schneide ich einmal die Tüte hier vorne auf. Genau, eine Schere habe ich schon mal auf die Seite gelegt. Und alles so ein bisschen rüber schütteln und dann geht es auch direkt los. Reicht auch schon. Perfekt. Dann greife ich mal rein und hole direkt den ersten Artikel raus. Der Artikel ist auch noch einmal in einem extra Karton mit verpackt. Da schauen wir natürlich auch noch einmal rein. Die Öffnung ist dann einmal beidseitig. Genau, ich öffne den einmal hier unten an der Ecke. Ich ziehe schon mal ganz vorsichtig die einzelnen Artikel mit raus. Genau, die Kette und den Karton dann einmal mit auf die Seite. Und zwar habe ich nämlich einen Acrylaufhänger bestellt. Ein Motiv mit vielen schönen rosanen Rosen hier im Vordergrund. Und im hinteren Bereich seht ihr auch eine richtig schöne große Glastür. Das sieht wie ein kleiner, schöner Wintergarten aus, in Weiß gehalten. Ich finde, dieses Motiv gibt auch so was Schönes, Beruhigendes und Entspanntes. Bei dem Motiv sind auch wieder ein paar Sondersteinchen mit dabei. Das sieht man auch hier vorne an den Formen. Bin mal gespannt, wie die gleich wieder ausfallen. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. Bei den Acrylaufhängern sowie auch bei den Aufstellern aus Acryl ist zusätzlich zur vorderen Schutzfolie noch eine auf der Rückseite. Dadurch wirkt das Motiv zu Beginn immer etwas milchig, ist später nach dem Abziehen aber richtig schön klar. Genau, auch bei diesem Aufhänger ist natürlich wieder eine Kette mit dabei, um ihn letztendlich nach dem Painten auch direkt aufhängen zu können. Genau, die zwei Ösen dafür sind einmal hier vorne links und hier oben rechts an der Ecke.
Zusätzlich ist hier natürlich auch alles wieder dabei, was ihr letztendlich zum Painten benötigt. Das wäre zum einen das Toolkit. Das haben wir hier vorne mit dem Schiffchen, dem Diamond Painting Stift und einem Wachspad. Und dabei sind dann natürlich auch noch einmal die Diamond Painting Steinchen. Die habe ich hier vorne. Die schauen wir uns auch noch eben einmal genauer an. Das sind nämlich wieder richtig schöne Strasssteine. Die funkeln immer so schön. Genau, und zwar fangen wir mal bei den Sondersteinchen an. Ich hole die mal ein bisschen näher ran. Da haben wir zum einen ein richtig schönes grünes Blattmuster. Genau, das funkelt auch wieder so richtig schön. Dann einmal eine etwas größere runde Steinchenform in Orange. Genau, nochmal ein richtig schönes, kräftiges Grün. Dann ein zartes Rosa. Dieses Steinchen hat zwar auch so diese Blattform, ist aber oberhalb nicht geschliffen. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut erkennen. Ich hole das mal noch ein bisschen dichter ran und fokussiere das. Genau, die Oberfläche ist bei diesem Steinchen rund gehalten. Finde ich aber auch sehr schön. Und zwar haben wir dann einmal einen Schwarz-Grau-Ton mit dabei. Noch ein dunkles Grün, ein helles Grün ist mit dabei. Ein zartes Rosa. Dann ein klarer silbriger Ton. Und dann noch einmal ein Braunton. Also richtig schöne Farben und wieder total schön am Glänzen. Das ist einfach herrlich. Die lege ich natürlich auch noch einmal wieder zurück in die Tüte hier vorne. Ich bin mal gespannt, wie der Aufhänger letztendlich aussehen wird mit den ganzen schönen Steinchen. Der wird wieder richtig schön am Funkeln sein. Herrlich. Ein richtig schönes, entspanntes Motiv. Auch den lege ich jetzt einmal wieder mit auf die Seite. Und dann machen wir natürlich auch direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Genau, alles noch im schönen Beisammen. Schauen, was als nächstes kommt. Das ist schon schön, wenn man selbst nicht genau weiß, was als nächstes für ein Produkt kommt. Das ist jetzt somit auch für mich eine Überraschung. Ja, und da schauen wir natürlich auch noch einmal rein. Genau, Öffnung einmal hier vorne. Mit auf die Seite. Ich schaffe mal ein bisschen Platz. Und zwar habe ich nämlich noch einen Diamond Painting Aufsteller bestellt. Dieses Mal ein winterliches Motiv. Ich habe vor kurzem ja schon ein paar winterliche Diamond Painting Bilder vorgestellt. Nicht von Temu, sondern von der Marke Craft Buddy. Aber auch richtig schöne Motive. Es ist zwar noch etwas hin, aber auch die Zeit kommt ja bald wieder. Und es gibt besonders zu dieser auch so viele wunderschöne Diamond Painting Bilder und unterschiedliche Motive, finde ich. Das hier hat mir auch so unglaublich gut gefallen, dass ich einfach wieder zuschlagen musste. So ein süßer kleiner Pinguin. Ja, und daneben dann so ein kleiner Schneemann mit bei.
Bei dem Motiv, finde ich, sieht man auch wieder diese schönen, vielen, kleinen Details. Hier vorne zum Beispiel in dem Schal oder hier oben auch die Blüten und Beeren bei der Mütze. Gefällt mir richtig gut, dieses Motiv. Auch die einzelnen Farben hier vorne. Ich bin mal gespannt, wie die Steinchen hierfür gleich wieder ausfallen. Bei diesem Aufsteller ist natürlich wieder ein passender Fuß mit dabei, um ihn letztendlich auch hinstellen zu können. Und zwar ist das einmal dieser hier. Auch der wirkt jetzt natürlich wieder etwas milchig, weil auf beiden Seiten wieder eine Schutzfolie platziert ist. Genau, die ziehe ich auch immer direkt nach dem Painten ab. Kann man natürlich auch im Vorfeld. Ich mache es meistens direkt danach. Genau, und somit ist der Fuß im Nachhinein auch schön klar. Auch bei dem Set ist natürlich wieder ein Toolkit mit dabei. Genau, beinhaltet wieder den Stift, das grüne Schiffchen und ein Wachspad. Genau, und auch bei diesem Aufsteller haben wir wie beim Aufhänger auch, wie vorhin erwähnt, auf der Rückseite noch eine Schutzfolie. Genau, die Steinchenfarben, die schaue ich mir jetzt auch noch einmal an. Die sind hier vorne in der Tüte. Genau, auch hierbei sind natürlich wieder ein paar Sondersteinchen mit dabei. Da freue ich mich immer besonders drauf. Mal schauen, wo die Tüte wieder aufgeht. Ach, hier oben. Okay. Immer etwas schwer zu erkennen. Genau, die Tüte eben einmal beiseite. Und zwar haben wir folgende Farben mit bei dem Motiv dabei. Das ist zum einen ein Grauton, ein ganz dunkler Grauton. Ebenfalls wieder Strasssteine. Dann ein schönes helles Orange ist mit dabei. Das funkelt wieder so schön. Genau, Rosa ist mit dabei. Ein knalliges Grün. Wieder ein kristallklarer Ton, so ein silbriger Ton. Dann ein leichter Aprikoton, würde ich sagen. Rot ist mit dabei, so ein schöner, knalliger Rotton. Passt natürlich auch wieder besonders zu dieser Zeit. Und genau, dann kommen einmal die Sondersteine. Und zwar haben wir hier zum einen ein rundes Steinchen, auch einmal in Rot. Wieder ein paar runde Steinchen, aber diesmal schön geschliffen hier oben. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Diese Steinchen sehen im Licht auch wieder leicht zweifarbig aus. Mit so einem leichten Grün- und Rosa-Schimmer. Gefallen mir auch richtig gut. Genau, und dann kommt nochmal ein kleines Blattmuster in Silber. Und dann nochmal ein etwas größeres Blattmuster in Grün. Auch das hier schimmert aber so leicht Rainbow-artig. Richtig herrlich. Gefällt mir sehr gut. Das sind immer so schöne Highlights bei den einzelnen Diamond Painting Produkten, diese Sondersteine. Da freut man sich schon wieder riesig aufs Painten, wenn man das sieht. Richtig schöne Farben. Passend zum Motiv, finde ich. Auch die lege ich jetzt natürlich einmal wieder zurück in die passende Tüte hier vorne. Sobald ich den fertig gepaintet habe, werde ich euch den natürlich auch zeigen. Ein wunderschönes und knuffiges Weihnachtsmotiv, finde ich. Genau, ich fokussiere das noch einmal. Richtig schön. Ich versiegel meine Diamond-Produkte übrigens auch immer. Also sowohl die Aufsteller als auch die Diamond-Painting-Aufhänger und natürlich die Diamond-Painting-Bilder, um sie letztendlich natürlich auch
vor Staub und Schmutz zu schützen und die Steinchen dauerhaft zu fixieren. Wenn ihr wissen möchtet, welches Produkt ich dafür verwende und wie ich meine Diamond Painting Werke versiegel, dann kann ich euch das passende Video von mir auch gerne einmal hier oben mit verlinken. Dann lege ich das natürlich auch einmal wieder mit auf die Seite. Genau, den Fuß noch einmal mit dabei. Das Toolkit und die Steinchen. Genau, und dann einmal zurück auf den passenden Karton. Und dann geht es natürlich direkt weiter. Dann greife ich noch einmal in die Tüte. Wieder in einem extra Karton verpackt. Genau, den mache ich auch schon mal direkt auf. Und auch der kommt wieder hier vorne mit auf die Seite. Und zwar habe ich vor kurzem ja schon mal ein paar Vögel zum Aufhängen bestellt. Vielleicht erinnert ihr euch an das Motiv, falls ihr das letzte Temu-Unboxing von mir gesehen habt. Dieses hier ist dem anderen ein bisschen ähnlich, aber auch das hier fand ich so süß. Genau, ich fokussiere das auch noch einmal. Das ist, wie gesagt, jetzt wieder ein Aufhänger und ich fand ihn einfach so knuffig. Diese einzelnen Vögelchen hier vorne auf dem Ast, so schön warm eingepackt. Und auch hier sieht man schon wieder, dass ein paar Sondersteinchen gesetzt werden. Hier vorne auch so ein kleines Blattmuster. Mal schauen, wie die gleich ausfallen. Auch bei diesem Motiv ist natürlich wieder alles dabei, was man letztendlich zum Painten benötigt. Genau, da haben wir hier wieder einmal das Toolkit. Und natürlich auch die Kette, um den Diamond Painting Aufhänger direkt aufhängen zu können. Genau, und hier vorne dann auch direkt die Steinchen. Die packe ich dann auch schon mal aus. Mal mit zur Seite. Genau, und dann fangen wir wieder bei den normalen Strasssteinen an. Oh, hier ist auch wieder so ein schönes Blau mit dabei. Genau, ich hole das mal wieder ein bisschen dichter ran. Genau, zum einen ein richtig schöner Hellblauton. Traumhaft. Genau, dann haben wir einmal einen Strasston in Braun, in einem Orange, dann ein Mittelgrün, würde ich sagen. Also ist nicht ganz so kräftig wie das, was wir vorhin gesehen haben. Dann nochmal ein etwas hellerer Orangeton, ein dunkles Gelb und ein heller Gelbton. Dann einmal ein bräunlicher Farbton. Genau, da hätten wir einmal so ein großes Blattmuster in einem hellen Grün. Und einmal runde rote Steinchen. Genau, die drehe ich das einmal um. Dann könntet ihr etwas besser sehen. Ein richtig schöner Rotton. Und noch ein paar kleine Blattsteinchen. Und zwar in Silber gehalten, aber auch hier kann man wieder so einen schönen Rainbow-Schimmer sehen. Die Steinchen finde ich immer besonders schön mit diesem Schimmer. Ist echt herrlich. Genau, und dann haben wir noch einmal kleine runde Sondersteinchen mit so einem schönen Sternchen in der Mitte. Die finde ich funkeln auch immer besonders schön im Licht. Die sehen auch richtig schön aus. Die habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal bei den einzelnen Diamond Painting Produkten dabei gehabt. Manchmal etwas kleiner, manchmal etwas größer. Das variiert, aber ich finde auch diese Steinchen immer total besonders. Richtig toll. Gefällt mir sehr gut.
sind wieder schöne, passende Farben zum Motiv, muss ich sagen. Genau, und auch die kommen natürlich einmal hier wieder zurück in die Tüte rein. Ich habe mittlerweile ja schon so viele unterschiedliche Diamond Painting Aufhänger und Aufsteller bestellt, aber es gibt einfach so schöne Motive und es ist einfach nicht leicht, sich tatsächlich zu entscheiden für ein oder zwei. Meistens bestelle ich dann doch etwas mehr, aber die fallen auch immer einfach so schön aus. Richtig knuffig. Auch den lege ich jetzt immer mal wieder mit zur Seite. Richtig schön. Genau, das Toolkit noch einmal mit dabei. Und dann geht es auch direkt weiter. Und zwar habe ich mir noch ein kleines Diamond Painting Bild bestellt. Warum so klein, sage ich euch gleich natürlich auch noch. Ich bin mal gespannt, wie es tatsächlich ausfallen wird. Genau, da schaue ich natürlich jetzt auch noch einmal rein. Genau, die Tüte einmal zur Seite. Steinchen schon mal auf die Seite. Und zwar habe ich mir nämlich ein Diamond Painting Bild mit einem Eulenmotiv bestellt. Eine richtig süße Eule, finde ich. Und ich muss auch wirklich sagen, für die Größe, also 20 x 20 cm, ist das Motiv unglaublich deutlich. Ja, und ich fand auch, dass bei dieser Bestellung einfach ein Eulenmotiv nicht fehlen durfte. Ich mag die Motive einfach so unglaublich gerne. Dieses Bild besteht übrigens aus runden Steinchen. Ja, und wie ihr sehen könnt, sind 15 Farben mit dabei. Und ich muss wirklich sagen, obwohl es ja so klein ist, ist es echt deutlich. Richtig schön. Ich bin begeistert. Hätte ich mir so deutlich jetzt ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Gefällt mir richtig gut, dieses Motiv. Und auch bei dieser Eule sind die Äuglein wieder so unglaublich süß. Richtig schön. Und das wäre natürlich dann auch wieder so ein schönes, kleines Projekt für zwischendurch. Ich habe euch vor einiger Zeit ja mal in einem meiner Videos gezeigt, wie ihr die Diamond Painting Grußkarten einrahmen könnt. Dieses Bild hat somit ebenfalls die passende Größe für diese Rahmen, die ich euch mal gezeigt habe. Wie schön das Ganze mit dem Motiv aussehen wird, werde ich euch auch demnächst in einem Paint With Me zeigen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. In dem Video werde ich das Bild natürlich dann auch direkt mit euch einrahmen. Ja, und jetzt schauen wir uns natürlich auch noch einmal die passenden Steinchen dazu an. Wir haben natürlich auch bei dem Bild wieder ein Toolkit mit dabei. Genau, mit Wachspad, Stift und Schiffchen. Und die Steinchen dafür sind einmal hier vorne. Genau, das sind jetzt keine Strasssteine. Das sind die einfachen Diamond Painting Steinchen, die man sonst auch kennt. Fangen wir mal bei der 1 an, hier vorne. Genau, dabei ist einmal ein helles Rosa. Lila ist mit dabei. Ein Fliederton. Ein dunkles Blau, ein richtig schönes dunkles Blau. Dann haben wir noch einen Grauton mit dabei. Mint ist mit dabei. Die Tüte klebt schon ein bisschen dran. Genau, dann haben wir hier vorne noch einen Cremefarbton. Nochmal ein Creme-Weiß. Genau, der andere geht so ein bisschen ins Gräuliche. Und der hier dann eher so ins, ja, Creme-Weiße.
Oh, das ist auch wieder so ein schöner, milder Blauton. Genau, und dann ist noch einmal Braun mit dabei, ein knalliges Braun. Und dann geht es hier vorne noch einmal weiter mit einem richtig dunklen Blau. Sieht schon fast aus wie schwarz, ist aber tatsächlich dunkelblau. Ein ganz helles Braun. Genau, ein etwas dunklerer Braunton. Dann ist noch Türkis mit dabei und ein Mittelbraun. Auch wieder richtig schöne Farben. Herrlich. Finde ich hierzu aber ehrlich gesagt auch wieder sehr passend. Und wir haben natürlich auch hier wieder einmal die DMC-Nummern mit dabei, weil man letztendlich die Diamond Painting Steinchen nach dem Painten ordnungsgemäß wegsortieren möchte, kann man das anhand der DMC-Nummern hier vorne ganz einfach machen. Genau, das wäre in dem Fall dann wieder das sogenannte Kitting Down. Ich bin echt gespannt, wie das Eulenmotiv letztendlich wirkt, wenn ich es fertig gepaintet habe. Aber wie gesagt, das werde ich auf jeden Fall mit euch zusammen painten und im Nachhinein dann auch einmal einrahmen. Das packe ich dann natürlich auch eben einmal wieder schön zurück in die Tüte, damit letztendlich nichts verloren gehen kann. Genau, die Steinchen noch einmal hier vorne zwischen. Und dann zurück in die Tüte. So, die restlichen Diamond Painting Produkte meiner Bestellung zeige ich euch, wie vorhin schon erwähnt, in einem weiteren Unboxing-Video. Jetzt möchte ich euch aber noch eines meiner fertigen Diamond Painting Artikel zeigen aus meiner letzten Bestellung. Und zwar ist das nämlich einmal dieser Eulenaufsteller. Eine richtig süße Eule, finde ich. Und auch total schön bunt gehalten. Und auch etwas herbstlich durch diese Blätter und diese einzelnen Farben. Es sind viele schöne Orangetöne mit dabei. Und auch hier sieht man wieder diese Sondersteinchen. Ganz viele im Blattmuster, in Blau und in Silber gehalten. Ja, und hier vorne in Orange. Und hier könnt ihr auch wieder ganz schön den Fuß sehen, ohne die Schutzfolien. Genau, der ist nämlich jetzt auch wieder richtig schön klar und nicht mehr milchig. Und auch der funkelt wieder so richtig schön im Licht. Vielleicht waren heute ja auch ein paar passende Diamond Painting Artikel für euch mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr zukünftig bei mir, bei Tina Diamonds, nichts mehr verpassen möchtet, dann folgt mir sehr gerne. Weiterhin viel Freude beim Painten und bis bald!